Bei uns ist Friedel Görz, Mannheimer Pfarrer und Polizeiseelsorger. Sie haben damals auch die Trauerfeier für Ruven Lauer eröffnet, sind aber auch Bürger der Stadt. Was hat diese Tat mit Ihnen gemacht? Ja, guten Tag. Ja, diese zwei Rollen zusammenzubringen war nicht einfach. Marktplatz war auch für mich immer ein beliebter Treffpunkt oder gehörte einfach zur Stadt. Und da war ich einfach nur betroffen und eben auch ja, verletzt oder beängstigt, geschockt. Das Video, finde ich, hat ja eine ganz besondere Dynamik reinbekommen. Und auch, man wurde ja auch von vielen anderen Leuten außerhalb Mannheims angesprochen. Und als Polizeiseelsorger dann zu schauen, wie kann man diese Extremsituation, die ja nichts Vergleichbares davor hatte, sinnvoll unterstützen. Das hat diese Tage nach der Tat schon in eine ganz besondere Anspannung versetzt. Wie sieht da konkret Ihre Arbeit als Polizeiseelsorger direkt nach so einer Tat aus? Die Information bekomme ich zuerst im Rahmen der PSB, psychosoziale Beratung. Das ist ein Team vom Polizeipräsidium Mannheim, die einschreiten bei solchen Themen, und der EA-Betreuung, also Einsatzabteilung für Großeinsatzlagen. Und darüber bin ich informiert mit vielen anderen. Und dann müssen wir schauen, weil jede Lage etwas unterschiedlich ist, was kann Sinnvolles getan werden. Dann bekommt man Zuteilungen von Verantwortlichen der Polizei. Wo gibt es Sammlungspunkte, wo gibt es Menschen, die Unterstützung brauchen. Und so war es eben auch dort, dass ich, als ich von der Tat erfuhr, dann Kontakt aufgenommen habe. Und dann von der Polizei eben eingeteilt wurde, wann erste Gespräche und wo sie stattfinden können. Die Stadt, die Region war natürlich geschockt. Man spürt das heute noch. Wie haben Sie das wahrgenommen? Es war von so vielen Seiten ein Schock. Also, und die Bürgerinnen und Bürger haben überall drüber gesprochen. An der Kirchentür wurde man angesprochen, was hat das für einen Sinn, was hat das zu bedeuten. Dann eben im größeren Rahmen, wenn man mit der Polizei gesprochen hat, ging es ja noch mal um eine ganz andere Einordnung der Tat. Im politischen Kontext, die ja auch bei der Trauerfeier gesprochen haben, Politiker des Bundes, des Landes, der Stadt Mannheim, überall waren es ja dann unterschiedliche Themen, das einzuordnen. Und ich unterscheide da immer zwischen persönlichem Schock, auch so eine Ohnmacht, aber natürlich auch vielleicht Wut und Zorn auf Strukturen, politische Entscheidungen dergleichen. Und dann immer drauf zu gucken, mit wem rede ich gerade eigentlich, über was sind wir gerade, bei einem Menschen, der ganz persönlich verletzt und ängstlich ist. Oder geht es hier um eine politische Diskussion oder vielleicht um strategische Entscheidungen bei der Polizei. Da musste ich immer genau hinschauen und habe mit anderen Leuten auch versucht hinzuschauen, über was sprechen wir eigentlich gerade genau, damit man nicht in so einer großen Wolke des, ja, der Verletzung oder des Schmerzes oder des Zornes untergeht. Also ein großes Spannungsfeld. Wie sieht da die Arbeit heute aus? Wie geschockt sind und waren die Polizisten? Also da ist was geblieben, da ist eine Narbe geblieben bei der Polizei, genauso wie, denke ich, vielen in Mannheim. Wir haben es ja gerade in dem Beitrag auch von Ihnen gehört. Und vieles am Anfang ist normal, dass man geschockt ist. Die Frage ist, wie geht es danach weiter? Bei manchen Leuten normalisiert sich es wieder und bei manchen bleibt etwas übrig. Und dann muss man schauen, ob es eine langfristige psychologische Unterstützung bedarf. Und das muss dann im Individualfall bei den Beamtinnen und Beamten entschieden werden. Also persönlich für mich war dieser Anschlag in Solingen jetzt nochmal schwierig, weil da vieles hochgekommen ist. Ich denke in der Bevölkerung auch, es ist einfach viel gerade und dann kommt es auch nicht zur Ruhe, sondern man denkt es weiter, man wird wieder erinnert an diese Taten. Deswegen denke ich nicht, dass das zum Abschluss gekommen ist, sondern wir haben hier ein Thema, was weiter, denke ich, persönlich, aber auch natürlich politisch und von der Polizei besprochen wird. Und insbesondere auch die Beamten werden immer wieder damit dann konfrontiert. Herr Götz, vielen Dank für Ihren Besuch und die Einblicke heute Abend in Ihre Arbeit. Gerne.